Willkommen zurück, meine verehrten Söldner. Ich begrüße euch zur neuen Part von Gestalt Demon Cinder. Im letzten Part haben wir ja Phorax erreicht, die Schmiedestadt, kann man die so nennen. Und ich habe ja gemeint, wir müssen noch kurz unten hinschauen, was es da Feines gibt. Weil das habe ich beim letzten Mal ja komplett ignoriert. Und wie es aussieht, gibt es hier eine Truhe mit einem infundierten Amanita. Okay, das hat sich auf jeden Fall jetzt schon wieder gelohnt. Okay. Es wird Zeit, bei dieser Hitze in eine Stadt voller geschmolzenes Metall zu gehen. Phorax, ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal mit meinen eigenen Augen sehe. Es scheint mir kein sehr reizvoller Ort zu sein, wenn ich ehrlich bin. Man könnte sagen, dass dies hier gewissermaßen die Wiege Kanans ist. Aber der gesamte Bereich wurde schon vor langer Zeit automatisiert. Hier gibt es nicht mehr viel außer Schlacke und Räderwerke. Und ich vermute, dass uns diese Räderwerke nicht willkommen heißen werden, was? Nicht im geringsten. Ja, das werden wir herausfinden, denke ich. Direkt erstmal eine weitere Truhe, eine Energiefiole, okay. Bisher noch nicht einmal verwendet die Dinger. Ich meine, ich vergesse auch ehrlich gesagt, dass ich die besitze. So, ich bin gespannt, ob wir... Oh, wir finden direkt erstmal was zum Heilen. Nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, ob wir uns direkt in irgendwelches großes Action-Getümmel stürzen. Level 27 Gegner. Okay, wir sind in einer guten Level-Range. Es hat sich also gelohnt, die ganzen random Trash-Mobs zwei Parts vorher zu... Boah, so, entschuldigt. Die ganzen random Trash-Mobs zwei Parts vorher zu besiegen. Wow, Rocket Punch! Ist das etwa Atom Boy? Ein Corgi. Ihr wisst, wo wir hinwollen? Ah. Okay, ist nicht Castlevania. Wow. Das war gemein. Du hast eine Energiefiole erhalten. Nett. Wow, okay. So, Corgi. Wuff. Da bist du ja, Marcel. Jetzt lauf zurück nach Alcala. Jawoll. Wir müssen so viele von den Trash-Mobs hier mitnehmen, wie wir können, damit wir beim nächsten Mal auch wieder so gut gelevelt sind. Boah, du kannst nach oben stechen. Das ist tatsächlich ziemlich gefährlich. Und ein weiterer Whisky. Ich glaube, hier komme ich erstmal nicht durch, bis ich das abstellen kann. Autsch. Ey, wow, okay. Das ausgebreitete Teil kann mich also treffen und Schaden anrichten. Das ist gemein. Unsere Heilung, die zwiebelt übel rein jetzt. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ich die verstärkt habe über das Skillsystem. Ah, okay, dann habe ich den Kill halt nicht bekommen. Gut. Kann ich mit leben. Wow, One-Shot-Crit. Nice. Da hat sich der Ground Pound ja gelohnt. Nothing can beat the Ground Pound. That's funny, because... Okay. Ihr kennt den Amelia Watson Clip sicherlich, nicht wahr? Und falls nicht, dann solltet ihr den jetzt sofort mal nachschauen. Das ist einer der legendärsten Amelia Watson Clips überhaupt. Aus ihrer Zeit, als sie Mario Odyssey gespielt hat. Weil ich facetanke gerade die ganze Zeit. Ich mache mir einfach gar nicht die Mühe zu dodgen. Sehr schwach von mir, muss ich gestehen. Was haben wir hier? Eine ganze Menge Schrott. Mm-hmm.
Das war ein tiefer Fall. Das Level erinnert mich gerade ein bisschen an den Manga Gachakuta. Oder Gachi Akuta, oder wie auch immer ihr ihn aussprechen wollt. Vermutlich ist Gachi Akuta die richtige Art und Weise, wie man das tut. Was Sinn ergeben würde. In Gachi Akuta geht es nämlich auch darum, dass der Protagonist, nachdem er gebanished wurde, in einem Junkie sozusagen leben muss. Danke für die XP. Wow. Fast ein Level-Up dadurch bekommen. Okay. Das hat irgendwie funktioniert. Und er bekommt auch bald ein Anime. Oh, schrecklich. Das heißt, wenn ihr euch dahingehend noch gedulden könnt. Nein, come on! Dann könnt ihr das auch bald in visuell animierter Form sehen. Jetzt habe ich dich. Jawohl. Aber ich wette, darüber werden wir nochmal auf einem meiner anderen Kanäle später sprechen. Kann ich dich erst umbringen? Okay. Hier auf der linken Seite gibt es nichts mehr. Das ist gemein. Der Fakt, dass ich jetzt den Ground Pound so machen kann, ist actually sehr cool. Weil manche Gegner dadurch halt sehr viel einfacher zu bekämpfen werden. Bei dem Rocket Punch Typen muss ich ja beispielsweise drüber springen, da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Damit ich den gut dodgen kann. Und wenn ich ihn dann mit dem Ground Pound halt dann reinslammen kann, dann ist das echt nicht verkehrt. Problem ist halt natürlich jetzt... Das hat nichts gebracht. Okay. Muss ich den Schalter hier oben aktivieren? Nee. Was muss ich tun? Oh, ach so, er steht auf einem Schalter und ich muss ihn erschießen. Oh, ich bin dumm. Das erklärt natürlich auch, warum ich... Ja. Warum ich das Teil hier hab. Okay. Gut. Sorry für meine 39er IQ, die ich da hatte. Okay. Gilt das jetzt für alle? Oh, habe ich das Ventilrad jetzt eingesteckt? Nee, es gilt nicht für alle. Willst du vielleicht jetzt mal sehen, was ich dir erstellen kann? Leon, das ist sehr beeindruckend, dass du uns einfach aus dem Nichts so irgendwo mitten in einer sehr heißen Stadt ansprichst und nicht mal sagst, oh ja, ich habe mich jetzt so und so hierher bewegt oder so. Nein. Du fragst einfach, ja, willst du dir vielleicht jetzt mal ansehen, was ich erstellen kann? Ja, dann zeig mal. Gar nichts. Leon, ich habe etwas Seltsames gefunden. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen. Sieht aus wie Schemata, vielleicht Formeln. Weißt du was? Ich nenne sie einfach Notizen. Ah, diese Seiten. Solltest du noch mehr finden, bringen sie mir bei Gelegenheit vorbei. Dann werde ich dir etwas größere Auswahl an Optionen präsentieren. Danke. Mehr Optionen sind wohl besser als gar nichts. Willst du vielleicht jetzt mal sehen, was ich herstellen kann? Ja, zeig mal her. Oh, es ist in der Tat eine ganze Menge, was du mir jetzt anbietest. Wir nehmen natürlich das mit. Wir nehmen das mit.
Das klingt nicht schlecht. Das nehme ich noch mit, den Stahlarmschutz. Und wir sind pleite. Ich würde den über den Doc-Tag einsetzen. Okay. Wir haben jetzt... Eigentlich wollte ich gerade sagen, eine Übersicht über das, was wir halt sehen wollten, aber scheinbar nicht. Ich hatte mir doch gerade die Karte gekauft. Hier. Zeigt die Standorte intakter Tesla-Schalter auf der Karte an. Oh, ach, das ist generell für alle Tesla-Schalter auf der gesamten Karte, oder was? Oh, huh. Scheinbar gibt es da keine mehr. Oder die Karte ist nutzlos. Bin ich etwa ein zu guter Entdecker? Ich glaube nicht. Oh, ein Auftraggeber. Ei, Robot. 10 Arbeitsroboter und 10 Räderwerk-Ulan. Ja, ich meine, das ist schnell erledigt, wenn wir noch ein bisschen länger in dem Gebiet bleiben, denke ich. Okay. Wir haben auch eine Direktverbindung, sehr schön. Ich kann ja auch mal ganz kurz schauen, wie viel von den... Wir haben 2. Wenn wir 4 haben, kann ich wieder zurückgehen. Aber jetzt habe ich erstmal nur 2. So, jetzt muss ich erstmal einen Weg finden, wie ich hier weitermachen kann. Alle Pfade sind blockiert. Da unten scheint noch was zu sein, nein. Das ist merkwürdig. Ah, okay, hier kann ich das Valve einsetzen, okay. Hast du das gesehen? Aha, mit diesen Ventilen können wir wohl die Flammen kontrollieren. Ich glaube, wir können das hier benutzen. Oh Gott. Jetzt muss ich mir merken, welche ausgegangen sind mit dem Ventil, oder was? Oh je, oh je, oh je. Werden noch mehr dieser Räder brauchen, um Ventile zuzudrehen. Vielleicht finden wir hier noch welche. Ich werde mich mal umsehen. Viel Glück, Alethea. In der Zwischenzeit versuche ich, an diesen verfluchten Plan schlau zu werfen. Vielleicht erfahren wir von ihm, welchen Weg wir einschlagen müssen. Viel Spaß. Meddert nicht, weil ich eh alles erkunden möchte. Aber gut, ich muss es mir scheinbar doch nicht merken. Alle Pfade, die sich jetzt eröffnet haben, kann ich zumindest glücklicherweise genauso erkunden, wie ich will, denke ich. Und dann gehe ich erstmal bis hoch und fange erstmal dort an, mich umzusehen. Schauen wir im B1, was erwartet uns hier? Oh Gott. Es gibt nicht wirklich... Oh, ach so. Okay, hier brauche ich gar nicht weiter. Ich habe es erst jetzt geschnallt, dass wir hier schon waren. Das heißt, wir gehen weiter zu... Da waren wir auch schon, nicht wahr? Ja. Wir gehen weiter zu dem hier. Das ist gerade einfach so eine richtige Mega Man Zero Factory. Ne, ich treffe dich so nicht. Wow, oh mein Gott. Das ist so weird. Die haben das echt nicht fair gemacht, muss ich gestehen. Okay. Aber die Belohnung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein weiterer Fähigkeitspunkt, vor allen Dingen dadurch, dass wir noch ein Level-Up bekommen haben, sind wir ja gut bedient gewesen. Wir haben nämlich schon wieder 8 Stück und das heißt, wir können ausgeben wie blöde. welche Richtung klingt denn gerade mal interessant? Für den flammenden Angriff in der Duftphase halte die Richtungstaste aufwärts gedrückt und führe einen schweren Angriff aus. Wollen wir das? Ja, ich glaube, wir wollen das. Wir nehmen das mal mit. Und dann gönnen wir uns...
dem Pfad. Damit wir uns als nächstes das hier holen können. Ein weiteres Tesla-Projektil zu haben, ist nämlich nicht verkehrt. Und machen wir auch gleich den Pfad frei. Wir kriegen sowieso wahrscheinlich sehr viele Fähigkeitspunkte jetzt hinterher geschmissen, dass ich den Rest hier upgraden kann. Und dann können wir die Seite des Skilltrees dann als nächstes abschließen. Ja, let's go. Das Spiel ist großzügig mit seinen Leveln, aber es ist auch nicht so umfangreich, als dass es stark maddern würde, meiner Meinung nach. Und ehrlich gesagt habe ich es lieber, wow, wenn mir ein Spiel eine vernünftig wirkende Progression geben kann, wie diese hier, ohne dass ich mich in einem massiven Grind verlieren muss, als dass ich eben genau das tun muss, wie es für viele moderne AAA-Spiele halt der Fall ist. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, dass ich genau, wow, genau das, was ich an Euro investiere, auch an Spielzeit bekommen muss. Ehrlich gesagt finde ich nämlich das Konzept auch ziemlich dämlich. Wenn ihr nämlich nach diesem Konzept argumentiert, Leute, dann überlegt euch mal, wenn ihr einen Film schaut, wie da euer Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Das sage ich als jemand, der keine Filme schaut. Oder zumindest kaum. Ich schaue eigentlich nur Anime-Filme. Aber selbst wenn, überlegt mal. Ihr kauft euch die Disc, ihr leitet es euch auf irgendeinem Streaming-Service oder ihr geht ins Kino. Und die meisten Filme gehen 2 bis 3 Stunden. Und ihr seid nicht bereit, also natürlich nicht, wenn ihr euch jetzt nicht angesprochen fühlt, aber diejenigen, die eben so eine Preis-Leistungsrechnung machen, ihr seid nicht bereit, für ein Spiel, was vielleicht 5 Stunden geht, 10 Euro oder 20 Euro zu investieren. Ist das wirklich so? Warum sollte man so eine Einstellung haben? Ich verstehe es nicht. Ich weiß, man möchte irgendwie rechtfertigen, inwiefern das gut ist, Geld ausgegeben zu haben und... Ich denke halt, jede Form von Unterhaltung, der man einem Wert gibt, sollte man keinem monetären Wert zuweisen. Weil in dem Punkt entwertet das schon ein bisschen die Unterhaltung an sich. Wir könnten natürlich jetzt ein paar Adult-Themed, oh mein Gott, ein paar Adult-Themed Beispiele nehmen. Ich denke, ihr wisst genau, welche ich meine, wo ihr für sehr viel mehr Geld, sehr viel weniger Nutzen daraus ziehen könnt. Aber ich denke, es ist etwas, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin halt einfach nur kein Fan davon. Okay, wir haben unser zweites Ventilrad. Armes Valve, wir demontieren es hier komplett. Was? Okay, roll! Kurzer Reset. Warte, wir haben hier schon wieder fast 20 Minuten auf dem Tacho. Oh mein Gott. Das kann auch nicht sein. So, Ventilrad Nummer 2 ist eingesetzt. Dann gehen wir als nächstes hier hin. Na komm. Ah, come on. Ich erreiche dich so nicht. Und du feuerst aber auch am laufenden Band. Geht doch. Nice. Und sogar ein Level-Up mitgenommen. Okay, da komme ich nicht hoch. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich hier rüber. Da hoch. Huh.
Ich werde hier mal eine Markierung setzen. Okay. Ich habe das Gefühl, irgendwas kann ich hier noch aktivieren in dem Gebiet. Ich meine, das ist klar. Oh, so, okay. Kann ich dich kaputt schießen? Ja, kann ich. Muss ich natürlich tun, damit ich den Gegnertypen auch einmal bekämpft habe. Nope. Hier gibt's nix. Ich meine, jetzt, wo ich das Geschütz besiegt habe, ist das ja kein Thema. Ich kann hier einfach durchrennen ohne Gefahr. Zack, zack, zack. Nein, 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 nein. Okay, und hab das. Wunderbar. Alles klar, dann kann ich die Markierung auch direkt wieder entfernen. Ich hatte gänzlich die Markierung. Oh mein Gott, nein. Ah. Ich hatte gänzlich die Markierung ausgeblendet und deshalb hatte ich das nicht mal gesehen mit der Wartungskarte. Das war schon ein bisschen stupid von mir, muss ich gestehen. Okay. Laufen wir den guten Pfad noch ein drittes Mal ab. Ich meine, das ist jetzt glücklicherweise nicht schwer oder so. Es ist halt einfach dieser Roboter da oben, der das Ganze ein bisschen komisch gemacht hat. Aber das haben wir jetzt auch geklärt. So, Astro Boy, du bist jetzt auch dead. Und damit haben wir das hier auch erledigt. Tuki. Alethea hat sich einfach geduckt. Wow, das war lustig. Hat mir gefallen. Hat mich ein bisschen an Prince of Persia erinnert. Hier komme ich nicht durch. Okay. Das Plattforming ist stark hier. Habe ich einen Hund gehört? Oh. Ich fall da hier runter. Das ist ja gemein. Wenn ich da visuell besser drauf geachtet hätte, wäre es mir auch aufgefallen. Ich glaube, ich bin mir sicher, einen Hund gehört zu haben, weil wir hier ja auch nochmal nach oben kommen. Und ich denke, wir werden hier jetzt gleich einen Corgi finden. Jawohl. Finde die Hälfte der verschollenen Corgis. Wir haben die Hälfte abgeschlossen. Das ist ja super. Da bist du ja, Simsi. Jetzt lauf zurück nach Hirkala. Gute Simsi. Ganz, ganz brave Simsi. Ich habe keine Ahnung, ob Simsi in dem Fall jetzt männlich oder weiblich sein soll. Okay. Geben wir uns mal ein bisschen Energy rein.
Haben uns den Fähigkeitspunkt noch gesnackt. Boah, Wespe, hör auf. Du bist echt so ein richtiges Mega-Bibor, weißt du das? Hältst nichts durch, machst aber ziemlich viel Aua. Ich hoffe, es schauen genug Pokémon-Fans dieses Let's Play, um das zu wissen, was ich gerade gesagt habe. Wow. Gott! Und diese dämlichen Wespen, ne? Deren Schussintervall ist einfach so dermaßen hoch. Come on, wie treffe ich dich nicht? Gut, jetzt habe ich dich. Und wir haben das nächste Valve. Irgendwo in der Mitte ist scheinbar noch ein Hört doch mal bitte auf, mein Gott. Irgendwo in der Mitte ist scheinbar noch ein Fähigkeitspunkt, den wir abholen können. Ja, ich sehe auch. Da unten. Ich sehe ihn. Frage ist, wie kommen wir da hin? Ah, B5. Okay. Indem wir hier rechts weiterlaufen. Setzen wir direkt das Valve ein. Und dann würde ich sagen, machen wir B5 noch. Und dann haben wir genug für heute gemacht. Dieses Gebiet ist ziemlich fordernd. Und ich mag das. Das ist nicht unfair fordernd, es ist halt einfach nur generell fordernd. Weil es halt ein bisschen abverlangt, ein bisschen sich gut zu bewegen, auch wenn ich das nicht kann. Und eventuell auch darauf zu achten, was die Umgebung so hergibt. Das macht Spaß, ist ein gutes Gebiet bisher. Lediglich die Wespen könnten mir gestohlen bleiben. Aber das ist nur meine Meinung. Die vermutlich auch noch viele andere Leute teilen. Okay. Okay. Und noch ein Whisky. Heilung reinballern. Weitermachen. Nein. Zum Glück nimmt man nicht wirklich Schaden dadurch, wenn man irgendwo runterfällt in dem Spiel. Wow. Ein Bodyblock. Ach. Ach. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein Albtraum mit dir. Gut. Gut, okay, wir haben's. Wir haben's, Leute, wir haben's. Puh. Stahlbrustharnisch, ich glaube, der lohnt sich. Maximales Leben 20%, Resistenz 15%. Bist du besser? Warte, 20%? Nein, 20, nicht 15. Oh mein Gott, das wäre ja mächtig. Will ich dich? Ich glaube, mein Schal gefällt mir da eigentlich gerade ein bisschen besser. Ich hätte natürlich gerne den letzten Accessoire-Slot, dann könnte ich dich natürlich problemlos einsetzen, aber ja, wir blasen es erstmal dabei. Ist auf jeden Fall nett, dass wir es gefunden haben. Aber ich glaube, wir brauchen aktuell nicht mehr Tankiness, wir sind schon ziemlich, ziemlich gut tanky. So, schauen wir mal nach dem Herrn. Okay, wir haben noch keinen der Aufträge erfüllt. Das heißt, wir haben noch nicht genug gegen irgendwelche von den Gegnern gekämpft. Noch zwei Arbeitsroboter und einen Räderwerk-Gulan. Das kriegen wir auch noch hin. Das passiert auf jeden Fall noch Drive-By-mäßig. Wo war meine Heilposition? Ich sehe gerade, wir haben doch noch eine ganze, ganze Menge offen. War das hier? Ja, es war hier. Okay, gut. Alles klar. Wie es aussieht, hat Fornax noch ein bisschen was zu bieten.
Und wir müssen uns auf jeden Fall bereit machen, noch eine ganze Menge hier zu erkunden. Ich denke, das wird noch ein bis zwei Parts dauern, bis wir hier durch sind. So oder so, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut!